Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Take It Light. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, unser Sortiersystem fertig bekommen, ne? Yep. Und ich wollte ja quasi hier den Wartungszugang machen. Hab hier, stimmt, ich hatte die zweite Wand gezogen und wollte anfangen mit dem Dach, kann das sein? Ich hatte mir doch hier schon... Hatte ich nicht sogar schon mit dem Dach angefangen? Ach, ich weiß es nicht. So, was wir auf alle Fälle noch brauchen hier, die Beschilderung werde ich später machen. Wir haben jetzt hier lange genug rumgewurstelt. Ich brauche jetzt als allererstes mal noch Leitern. Und die werden wir uns mal eben machen. Da brauchen wir nicht viele. Da sollten 6 Stück reichen. Die nehmen wir uns mal mit. Denn wir brauchen ja auch noch einen Zugang nach unten. Ne? Und den würde ich mir gerne hier machen. Aua. Das heißt quasi, der muss weg. Wir haben doch noch ein paar Blöcke hier. 1, 2, 3, 4. So, das heißt, wir können hier dann rausgehen. Das ist doch richtig gut. Und ich brauche doch noch eine Leiter mehr. Denn ich möchte das auf beiden Seiten haben. Das heißt, ich brauche noch ein paar Sticks. Das hier raus. Zack, 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 zack. Und 3 Leitern mehr. Das sollte dann in Ordnung sein. Und ich könnte eigentlich gleich mal das System hier starten. Ne? Das ist mir auch eingefallen. Denn warum soll das ganze Ding aber noch nicht loslegen, wenn es denn komplett fertig ist? Also ich glaube, dass wir das komplett fertig gemacht haben. Müsste ich mich jetzt schon sehr täuschen, wenn wir nicht alles belegt hätten, ne? Ach komm, die eine können wir hier auch noch hinschmeißen. Ach nee, nicht hier. Hierhin. So. Dann einmal nach unten, haben wir denn die 2 Redstone-Fackeln dabei? Natürlich nicht. Die habe ich 100% in die Kiste geschmissen, ne? In die Restekiste. Nein. Nein. Wo habe ich die 2 Redstone-Fackeln hin? Ja, eine wiederum sehr, sehr gute Frage, die ich mir hier stelle. Okay, machen wir uns eben schnell 2 neue. Ich habe doch hier Redstone drin gesehen. Nee, nicht hier, sondern hier. Oder Moment mal, habe ich die vielleicht in meiner Tasche? Haha, da war ja was. Und warum habe ich hier eigentlich noch so viel Zeug in meinem Rucksack? Zinnerz. Das könnte ich gleich alles mal hier. Die war voll. Das kann hier noch mit rein. Die Äpfel. Die hier, die hier. Das rohe Schweinefleisch. Das Zinnerz kann mit rein. Das kann mit rein. Stone Transport Pipes brauchen wir im Moment auch nicht. Ja, das dürfte so passen. So, abwärts. So, bebauen werde ich die eigentlich ganz einfach oder auch nicht. Dann eben anders. Einmal hier und einmal hier. Arbeitet. Arbeitet. So, dann werden wir mal gucken. Oh, die ersten Items. Was wir uns eigentlich gleich mal machen könnten, das könnte ich eigentlich, jawohl, hier ist es eigentlich noch egal. Na, eigentlich auch nicht, ne? Ich wollte ja eigentlich gleich Goldpipes mit reinballern. Einmal aus. Aus. Wir machen uns eben ein paar Goldpipes. Ein bisschen Gold müssten wir ja haben.
Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen. So, und ihr habt mir ja geschrieben, die Goldpipes müssen nicht bepowert werden. Ich bin ja mal gespannt, ne? 8, 16, 24, 32, 40. Ach komm. Was soll der Geiz? Ja, und ich kann euch schon mal sagen, was euch jetzt dann bevorsteht. Ich brauche noch zwei Türen. Wieso gehe ich eigentlich wieder hier rein? Oh, ich habe gerade echt ein ekliges Kratzen im Hals. Also, beziehungsweise einen trockenen Hals. So, das heißt, wir werden eigentlich könnte man doch hier gleich die Goldpipes mit ranballern. So, die nächste Goldpipe kommt dann hier. So. Na super. Können die Items da vielleicht mal schneller durchlaufen? Ich wäre sehr erfreut drüber. Ja, damit. So, und hier kommt dann noch die letzte rein. Beziehungsweise, es war nicht die letzte. Denn wir konnten ja hier noch keine Pipe legen. Weil hier, ne, die Items gerade durchgelaufen sind. Und zwar wollte ich hier noch eine haben. So, dann werden wir die Maschinchen mal wieder. Boah. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss den Gang hier noch eins breiter machen. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Ob das auch wirklich ohne Redstone-Fackeln funktioniert. Ja, irgendwie nicht, ne? Oh, die. Was passiert denn? Wenn ich die trotzdem bepowere? Sind die dann schneller, die Items? Das würde ich jetzt gerne mal probieren. Da müsste ich ja alles aus Goldpipes machen, ne? Ich bräuchte bitte einen Stick. Ne, das bringt gar nichts, ne? Da müsste ich ja hier alles aus Goldpipes machen. Ne, das sehe ich hier nicht ein, ne? Und um so viel schneller ist das jetzt auch nicht. Naja, das können wir jetzt so lassen. So, als nächstes bräuchte ich bitte noch schnell zwei Türen, dass ich hier die Seiteneingänge zumachen kann. So. Einmal das Glas hier raus. Einmal. Zweimal. Okay. So, eine Tür kommt hier hin. Und eine Tür kommt hier hin. Ach ja, was ich euch sagen wollte, auf was ihr euch schon mal vorbereiten könnt, ist, dass wir relativ bald oder eigentlich jetzt dann in den nächsten Folgen wieder in den Untergrund gehen. Ich brauche ein paar Diamanten für die Quarry, ne? Weil ich glaube, in unserem Project Table haben wir keine mehr drin. Könnte ich jetzt gleich mal gucken, um eine Quarry zu bauen. Neun Stück. Wir können es mal probieren, dass wir die eventuell gleich bauen. Ich dachte eigentlich, wir haben nicht mehr genug. So, eine Quarry. Dazu brauchen wir erstmal eine Diamantspitzhacke. Da können wir leider keine verbrauchte nehmen.
Dafür brauchen wir eine neue. So, die hätten wir schon mal. Das nächste ist, was wir brauchen, zwei Diamantzahnräder. Das heißt, ich brauche erstmal eine Menge Sticks. Denn ich brauche 3, 6, 7 Zahnräder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Von denen müssen sein, ich glaube, das war Eisen, ne? Genau. 7 Stück Eisen. Ich glaube, wir hatten doch noch Eisen extra in den Ofen geschmissen, oder? Okay, wir können uns vorerst gleich mal schlafen legen. Eine gute Nacht. So. Wir gucken gleich mal nach unten in unsere Barrenproduktion. Zack. Ich habe halt wieder, merkt ihr, so ein leichtes Problem mit den Türen. Aber nur so ein ganz leichtes. So. Moment, ich muss ja da erst Stein draus machen. Aber dafür bräuchte ich Cobblestone und keinen normalen Stone. Sollte mir vielleicht so langsam mal den Project Table hier mit reinstellen. Das wäre eine Maßnahme, da müsste ich hier nicht immer so viel hin und her laufen. So. Und dann erstmal 7 Steinzahnräder, dann 7 Eisenzahnräder. Und ich hätte mir eigentlich gleich Gold mitnehmen können, denn wir brauchen ja auch 2 goldene Zahnräder, aus denen wir dann... Ne, wir brauchen mehr goldene. So, wir nehmen uns das ganze Gold mal mit. Huch. Und ich muss mir noch einen Weg da hochbauen, ne? Wir brauchen auch noch ein bisschen Lehm. So. Aus den... Lass mich mal kurz nochmal das Rezept hier herholen. Also wir brauchen 1, 2, 3 Eisenzahnräder. Dann können wir gleich mal 4 Goldzahnräder machen. Von denen brauchen wir 2 und aus denen machen wir... Ja, ich sag doch, ne? Das reicht nicht. Wir haben auch nur noch einen Diamanten in der Kiste drüben. Das heißt, ich darf auf Diamantenjagd gehen. Das dachte ich mir schon fast. Wir packen das Zeug mal in meinen Rucksack. Werden die hier mit rausnehmen? Die hatte wieder Silk Touch, genau. Und die hat auch Silk Touch. Aber wir haben ja auch noch die Bronzespitzhacke. Ja. Was ich vielleicht mal kurz machen könnte, ich habe hier ein bisschen Angst, die ganzen Zahnräder und so mitzuschleppen. Und die Diamantspitzhacke. Und die Pipes können wir auch mal kurz da lassen. Genauso wie das hier. Zack. So, das dürfte so passen. Und das heißt, es geht nach unten. Wir müssen leider wieder ein bisschen buddeln. Und ich werde die Quarry auch nicht extrem groß machen. Ich sollte mir vielleicht vorher eine Rüstung machen. Und ein Jetpack wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Ich werde mir vorab ein Jetpack machen. Ja. Gerade beschlossen. Vorausgesetzt, ich kann mir das leisten, ne? Für was habe ich eigentlich diese Batterien, ne? Also als allererstes brauchen wir mal eine Rüstung. Und die werden wir uns kurz machen. Wir brauchen einen Helm. Im Moment Schuhe haben wir noch. Einen Helm. Und Hosen. So, das hier mal rausschmeißen. Und gleich mal anziehen. Die Schuhe sind zwar auch nicht mehr die besten, aber... Ja.
So, ein Electric Jetpack vorerst mal. Denn, ja, Fuel etc., ne, kann ich noch nicht mit dienen. Wir brauchen eine Bad Box und Glowstone. Haben wir denn schon Glowstone?